hochwertiges Werkzeug sicher und intelligent lagern? Das ist unser Thema heute bei Betriebseinrichter TV. Dazu habe ich einen Gast bei mir eingeladen, und zwar Armin Oswald von der Firma Bedrunker & Hirt. Hallo, Herr Oswald. Hallo, Herr Wolf. Wir haben hier etwas mitgebracht, das sieht auf den ersten Blick so ein bisschen aus wie ein riesiger Tresor aus dem Keller einer Bank, hat auch so ein bisschen die Züge von so einem, aber es handelt sich hierbei um den TSM. Vielleicht können Sie mir und unseren Zuschauern mal erklären, was hinter diesen drei großen Buchstaben steckt. Sehr gerne. Hinter den drei Buchstaben TSM steckt Tools Server Modular. Mhm. Ein Waren- oder Werkzeugausgabesystem. Mhm. Auf der Basis von, wie man hier sieht, Schubladen. Wo wird sowas eingesetzt? Klassischerweise kommt sowas in zerspannenden Unternehmen zum Einsatz. Mhm. Für Fräser, Wendeplatten, Werkzeuge aller Art. Mhm. Ja, hilft natürlich bei der Organisation rund um das Thema Werkzeug. Mhm. Vermeidet natürlich auch extreme Suchzeiten. Da die Software den Mitarbeiter aktiv an den Stellplatz ranführt, indem er sein benötigtes Werkzeug findet. Das ist ein einzigartiges System, das existiert erst seit 2009. 2014 haben Sie noch mal ordentlich Geld und Zeit und Wissen investiert, um das Ganze noch ein bisschen weiterzuentwickeln. Worin liegt der Unterschied zum Ursprungssystem? Generell haben wir die komplette Software von der Basis bis zum letzten i-Tüpfelchen neu entwickelt. Mhm. Und uns haben da unsere Kunden sehr, sehr viel weitergeholfen mit neuen Funktionen, mit Anregungen, wie man es noch besser machen kann. Mhm. Und das haben wir bei der Neuentwicklung haben wir die Chance genutzt und genau solche Funktionen hier eingebaut. Okay, also ein typisches Beispiel wäre, ein Arbeiter geht ins Lager, hat aber nur die Zugangsrechte für bestimmtes Werkzeug, ja, weil da wird hochwertiges und auch teures Werkzeug drin gelagert, muss sich dann bei dem System anmelden, entweder mit einer PIN-Nummer oder auch mit einer Chipkarte. Diese beiden Systeme existieren, kriegt dann von dem System die entsprechende Schublade zugewiesen und kann sein Werkzeug entnehmen. Da kann man natürlich alles Mögliche an Verwaltungsaufgaben gleichzeitig mit produzieren, nämlich wer wann Zugriff auf das Werkzeug hatte, bis hin zu Kosten, die in einem gesamten Auftrag entstehen. Das macht auch die Bürokratie in einem Unternehmen viel einfacher. Einfacher und transparenter vor allem. Das ganze Thema geschieht auch völlig automatisch. Mhm. Ja, es muss kein Mitarbeiter mehr irgendwelche Bestände aufnehmen und prüfen, sondern das übernimmt tatsächlich die Software, der Automat selber. Mhm. Wie würde das jetzt klassischerweise vonstatten gehen? Genau, wir kommen an das System, wir melden uns mittels unseres Namens und unserer vierstelligen PIN an. Mhm. Wir möchten ein Werkzeug entnehmen, tippen auf Entnahme. Wir wählen uns aus unserer Favoritenliste ein Werkzeug aus, sehen jetzt, was für welchen Bestand wir haben, sagen, welche Menge wir entnehmen wollen, buchen das Ganze auf eine Auftragsnummer, auf ein Projekt. Mhm. Jetzt bekommen wir schon die Info, welche Schublade, welches Fach. Ich möchte die Auslagerung ausführen. Hier oben werden die gleichen Infos nochmals angezeigt. Mhm. Ich öffne die Schublade, entnehme mein Werkzeug aus dem Fach 1, schließe die Schublade und der ganze Buchungsvorgang ist abgeschlossen. Das Werkzeug wurde jetzt auf unser Projekt, auf unsere Auftragsnummer gebucht. Da kann man sich auch noch eine E-Mail an eine bestimmte Adresse senden lassen, ja, dass das alles noch transparenter wird. Wir haben jetzt gerade gesehen, in der einen Schublade waren vier offene Fächer. Man kriegt also gesagt, Fach 1. Jetzt kann es natürlich sein, dass in den anderen drei Fächern auch noch was drin liegt, was nicht für jeden bestimmt ist. Da gibt es noch eine Art Weiterentwicklung, dass die einzelnen Fächer sogar in sich nochmal gesichert sind. Richtig. Wir haben für die Schubladen Einsätze entwickelt, die nochmals elektromagnetisch verriegelt sind, mhm, ja, sodass nur der Zugriff auf den tatsächlichen Stellplatz möglich ist. Das ist natürlich die höchste Sicherheit, die man in so einem System einbauen kann. Diese Schubladeneinsätze sind in unserem System jederzeit nachrüstbar. Mhm.
Apropos Nachrüsten, gutes Stichwort. Jetzt haben wir hier natürlich Schubladen, die sind für relativ kleine Werkzeuge geeignet. Hier geht es schon ein bisschen größer bei den Türen. Was ist denn, wenn ich jetzt richtig großes Werkzeug habe, was ich auch wegsperren möchte vor bestimmten Personenkreisen? Inwieweit ist das nachrüstbar, erweiterbar? Wir haben unterschiedlich große Module, die gehen von hier 150 mm bis zu 600 mm Breite. Mhm. Okay, also das ist bis für Riesenlager geeignet, das kann man auch anbauen, soweit man will. Das System kann wahrscheinlich auf alle möglichen Sachen dann zugreifen. Richtig. Okay, dann vielen Dank, Herr Oswald, dass Sie bei uns waren und uns den TSM vorgeführt haben. Danke. Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuschauen und bis zur nächsten Ausgabe von Betriebseinrichter TV.